Hier sind die größten satanischen Rituale, die je durchgeführt wurden. Leute meinen, es geht um Rituale in irgendwelchen Villen, irgendwo im Nirgendwo. Das ist nichts. Das sind die wirklichen Rituale. Nicht die, über die LaVey in seinen Büchern geschrieben hat. False Flags sind Mega-Rituale. Rituale der Manifestation. Hier kreieren sie eine Problem-, Aktion-, Lösungssituation, um das zu bekommen, was sie wollen. Sie bekommen es von der Öffentlichkeit. Sie müssen es nicht mit Gewalt holen, wenn sie diese Rituale abhalten. Und die Leute fallen immer noch drauf herein. Der Golf von Tonkin-Zwischenfall passierte nie. Und wir fallen immer noch auf diese, in Anführungsstrichen, Schießereien herein, die passieren. Manche von denen sogar ohne Opfer. Ohne Opfer und ohne Belege. Und die Lösung ist, die Leute zu entwaffnen, damit sie sich nicht mehr verteidigen können. Warum? Man nehme einen Mind-Control-Monarch-Sklaven und lasse ihn ein paar Leute töten, und dann wollt ihr meine Waffen wegnehmen? Wohl kaum. Nicht, solange ich atme. Dies sind die großen Rituale, die laufen. Und die Leute müssen endlich darüber als Todesrituale sprechen. Denn das sind sie. Und das hier ist die Zeit, wo man darauf achten sollte. Das haben einige Forscher schon gesagt, dass dies die Zeit ist, wo sie sowas machen. Sie lieben diese Periode. Sie machen es das ganze Jahr. Vom Frühlingsanfang bis Walpurgis ist die bevorzugte Zeit für Blutopfer, und es gibt einen Grund dafür. Am dritten Tag nach dem Äquinoktum übersteigt die Sonne die Äquatorlinie und erhebt sich gänzlich aus ihrer Gruft der südlichen Hemisphäre. Wir sprachen über die Saison des Todes, wenn die Sonne auf der südlichen Hemisphäre ist, und der Saison des Lebens, wenn sie nördlich ist. Dies repräsentiert die Wiederauferstehung der Sonne von den Toten, um ihre Reise zum Höhepunkt, Midsommar, anzutreten, wo sie ihre Rituale in der Grove abhalten. In Sonnenverehrungstraditionen wurde während der 40 Tage Tier- als auch manchmal Menschenopfer gemacht. Dies ist die Pflanzperiode, und die Opfer für die Erde und die Sonne, welche als große Wesen angesehen wurden, sollten für eine reiche Ernte sorgen. Die 40 Tage zwischen dem 22.3. und dem 1.5. wird Opfersaison genannt. 40 Tage ist in biblischen und okkulten Bezug eine bedeutende Zeitspanne. Achtet besonders aufmerksam auf False Flag-Ereignisse und potenzielle Menschen- und Tieropfer während dieser Zeit. Die Nummer 322, der 22. März, ist der Beginn der Opfersaison. Der Todeskult Skull and Bones benutzt diese Nummer. Eine kurze Anekdote. Als ich das Natural Law Seminar in New Haven gab, hatten wir das Zimmer 322 in dem Hotel, wo ich war. Es war, als würden sie sagen: Hallo Mark, danke fürs Kommen. Dies ist also die Zeit, wo man auf Blutopfer achten sollte. Seht, wie viele schon in den letzten 200-300 Jahren passiert sind. Die Schlacht um Lexington, 19.04.1775. Die Briten haben uns angegriffen und viele getötet, aber wir haben sie geschlagen. Die Baltimore-Unruhen, 13 Tote, 19.04.1861. Der Untergang der Titanic, 1512 Tote, 14. und 15. April 1912. Martin Luther Kings Ermordung, 4.04.1968. Das Waco Massacre, 19.04.1993.
Die Oklahoma-Bomben, 19.04.1995. Das Port Arthur-Massaker in Australien, 28.04.1996. Heaven's Gate-Kult-Selbstmorde am 26.03.1997. Westside-Gesamtschule-Schießerei, 24.03.1998. Columbine High School Schießerei, 20.04.1999, an Hitlers Geburtstag. Irakkrieg, Shock and Awe Bombenangriffe am 19.03.2003. Technisch gesehen ist das der Frühlingsanfang. An dem Tag wurde ich Priester der Church of Satan. Virginia Tech Massaker, 16.04.2007. Moskau Metrobomben, 29.03.2010. BP-Ölkatastrophe, 20.04.2010. Invasion Libyens, 19.03.2011. Boston-Marathon-Anschlag, 15.04.2013. Ist reiner Zufall. Seid wachsam während dieser Zeit. Okkultisten töten eine Menge Leute in der Zeit, aufgrund ihrer kranken, verdrehten Auffassungen.